So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 20.27 Uhr. Der FED-Zinsentscheid war. Und hier die Pressekonferenz beginnt in 10 Minuten und die US-Notenbank belässt den Leitzins unverändert. Und hier ist noch was Wichtiges. Die FED rechnet laut Dotplot mit 1 bis 2 Zinsschritten noch im laufenden Jahr. So, wie reagiert da der Markt darauf? Ich habe hier schon umgestellt auf die Realtime-Kurse. Ja, da gibt es eben, wie erwartet, wie eben in einem Vormittagsvideo schon, mit den Kerzen kann man aufbauen. Der DAX sollte ja auch steigen, das tat er ja auch dann. Und ja, bislang kann man jetzt die Kerze schlecht einordnen. Natürlich, nach den drei schwarzen Kerzen ist es natürlich jetzt erstmal ein kleines bullisches Zeichen. Wie gesagt, was auch erwartet worden war. Im Nasdaq, der hat heute schon höhere Kurse gesehen und kann hier eben wie auch gewünscht, erwartet, ein bisschen ansteigen. Zum DAX kommen wir gleich, zu den beiden Aktienindizes, außer BMW, nicht Aktienindizes, Aktienempfehlungen hier. Wunschgemäß nochmal ein Heranlaufen an dieses Level und ab jetzt sollte der Südzucker fallen. Hier heute Morgen extra noch erwähnt, mit dem DAX sollte die Aktie auch Richtung Gap-Kante gehen und knapp 4-5% konnte man hier jetzt gut machen und ja, wenn es morgen noch einigermaßen positiv eröffnet, kann man Gewinne mitnehmen. Im Öl kommt er hier an der Marke zum Stehen bzw. Widerwehr, was auch so eingezeichnet ja war. Hier fällt jetzt im Moment wieder nach dem Zinsentscheid das Rohöl. Passt im Prinzip soweit auch, wenn man das jetzt hier nimmt, das wirklich hier rüber schiebt auch, dann sieht man sogar zack, exakt das nachvollzogen, was vor letzter Woche eingezeichnet worden ist. Brent steht hier eben auch schön Verkaufstrigger nochmal. Also hier die beiden passen sehr wohl. Der Hang Seng liegt im Plus. Zwischendrin waren 200 Punkte möglich. Jetzt muss man halt hier abwarten. Der Stopp bleibt erstmal. So weit. Und zum Gold. Gold erreicht jetzt hier fast die 1300er Marke nochmal. Also kann von der Entscheidung profitieren. Hier hängt leider Guidance. Dann gehen wir hier zum DAX. Der konnte hier in der 11, 10, 11 Uhr Kerze, halt, sorry, der 11 Uhr Kerze exakt fast bis ein, zwei Pünktchen genau die Gap-Kante erreichen und hier nochmal. Hier wurde aber auf weitere Kursgewinne eigentlich gesetzt. Der Stopp liegt hier auf dem Tagestief. Da jetzt hier Guidance ein bisschen hakt, hoffe ich, dass er hier die zwei neuen Setups lädt. Das wäre eben hier zum einen die BMW-Aktie, die tat auch, was es sollte. Hier, wenn man hier im 5-Minuten-Chart schaut, dann gab es hier wirklich, ich bin hier schon auf Xetra, Volumen, ja, da gab es hier einfach Käufe, die die Aktie kurz über die 70-Euro-Marke gepusht haben, um anschließend wieder abzufallen. Also hier war auch Long das Ziel und anscheinend wollten sie hier das
Gap noch schließen. Das passte auch soweit. Jetzt kommen wir aber zu dem Setup, was nicht passt. Das war leider jetzt dieses, was zwischenzeitlich top gestartet ist. 50, 60 Pips innerhalb von knappen halben oder knappen Stunde hat es zugelegt, Stopp nachgezogen. Allerdings kam hier keine Käufe mehr und dann wurde man hier mit 60 Pips ausgestoppt. Was aber sensational lief, hieß auch hier schöne Bodenbildungsformation. Hier die Beiträgermarke, jetzt souverän überschritten und hat hier womöglich schon ja, das Pulver erstmal verschossen. Hier kann es auch nochmal Richtung Ausbruchslevel dann gehen, um hier nochmal einzusteigen. Natürlich darf es auch direkt das Kursziel erreichen. So, das war es wieder kurz und knackig. Vieles passt. Jetzt muss man eben abwarten, was wirklich nach der Pressekonferenz die Aktienmärkte machen und dann morgen darauf reagieren. Danke fürs Zuhören. Bis dann.